Wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Wir enthüllen unser drittes Hypercar heute im Video. Ich habe Marc Gebauers Auto heute gekauft. Das ist mein neuer Daily. Wir feiern Jubiläum, 10. Wochenupdate. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, meinen richtig, richtig guten Freund Markus Rühl bei mir. Markus war heute spontan bei uns zu Besuch und ich habe ihn mir direkt gegriffen und gesagt, Markus, du würdest mir die größte Freude machen, wenn du mein Jubiläumsupdate, unser 10. mit mir moderierst. Wir haben auch ganz krasse Autos. Wir enthüllen heute unsere neuen Hypercars. Die Bugattis sind Geschichte. Bugatti Omid war mal, bis auf die Uhr, die habe ich noch. Aber wir enthüllen heute 3 neue Hypercars im Wert von fast 15 Millionen Euro und Markus ist dabei, was mir natürlich eine ganz besondere Freude macht und eine doppelte Motivation, heute für euch das Video zu machen. Ja, ich danke, dass du dabei sein darf, Omid. Zu deinem Jubiläum 10-mal. Wie schnell ging die 10-mal rum? 10 Wochen, Omid. Hervorragender Kanal, vielen Dank. Danke. Es ist mein täglich Brot, deine Videos zu sehen. Ihr kennt vielleicht das Video, das ich mal vor einigen Monaten mit Markus gemacht habe. Es ist das erfolgreichste auf meinem Channel. Und ich muss es ihm einfach nochmal genauso sagen. Markus ist mir einer der allerliebsten Menschen überhaupt geworden. Er ist ein Kumpel, er ist immer da. Ich kann ihn anrufen. Heute war er spontan da. Ich habe mein Markus 10. Video. Hast du vielleicht Lust? Ich habe so ganz zaghaft gefragt. Ne? Und dann sagt er so, ja klar. Ja? Und ich würde sagen, wir enthüllen für unsere Zuschauer direkt unseren ersten Neuzugang. Ein Wahnsinnsauto. Ja. 3,6 Millionen Euro. Ja. Wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Es ist ein Aston Martin Valkyrie. Unser erster Neuzugang diese Woche, der Aston Martin Valkyrie. 1000 PS, 12 Zylinder. Es ist ein Neuwagen mit noch Werkskilometern. Und die Optik ist heftig, oder Markus? Unfassbares Auto. Eigentlich ist das Formel 1 für die Straße. Darf ich mal sehen, wie du einsteigst? Ja. Ja? Ich probiere das. Wobei, ich muss gestehen, ich habe einen gebrochenen Fuß. Oh, okay. Ja? Aber selbstständig. Ich helfe dir ein bisschen. Was lernen wir daraus, wenn du als Selbstständiger einen gebrochenen Fuß hast? Ja. Schmerzmittel nehmen und arbeiten. Und weitergeben. Ja. Ja, ja. So, also in den Aston Martin Valkyrie einsteigen. Da musst du wirklich grazierlich wie eine Elfe vorgehen. Und dann. Wahnsinn. Friemelst du dich rein ins Fahrzeug. Lenkrad drauf. Und wenn du erstmal drin sitzt. Kommst du nicht mehr raus. Genau. Und jetzt stell dir mal vor, ich gehe als Beifahrer rein. Das wäre lustig. Das geht nicht. Ja, aber ansonsten, das ist futuristisch. Ja. Ne? Wir haben die Displays hier, wir haben keine Außenspiegel. Kameras, ne? Kameras, genau. Ja. Und dann auch wieder aussteigen aus dem Auto, Lenkrad abziehen, ist auch gleichzeitig dein Schlüssel. Ach, den nimmst du mit raus dann? Ja, den kannst du dann bei der Frau in die Handtasche machen. Richtig, ich brauche die Frau keine Handtasche, sondern nimm das Lenkrad als Zierde. Ja. Was ist denn dein Markus Rühl Score von 1 bis 10? Komm, wir machen jetzt heute von 1 bis 10, du gibst den Autos Punkte. Es gibt ja so eine schöne Score, ne, wie man es macht. Also Optik, absolute 10, Performance glaube ich auch 10, obwohl ich es nicht weiß. Aber so ein Auto muss eine 10 sein. Ein Aussteigen, Funktionalität, gut, müssen wir drüber reden. Leichte Abstriche. Leichte Abstriche, ansonsten unfassbar. Das Auto ist ja noch nie gesehen auf der Straße, glaube ich. Ja. Hast du schon mal eine fahren sehen? Nee, ne? Nein. Wie viele gibt es weltweit? Es sind 150 weltweit. Fahrzeuge weltweit. Mhm. Ich habe letztes Jahr einmal einen auf Rennstrecke gesehen. Verrückt. Ansonsten ist das der erste. Es ist auch einer der ganz wenigen im Blau. Okay. Also viele haben das Auto ja in Grün bestellt. Wie Aston Martin. Genau. Ja. Oder in Grau oder in Schwarz. Ja, in Blau gibt es ganz wenige. Sehr schön. Ja, schicker Wagen, oder? Ach, unglaublich. Also unser erster Neuzugang. 3,6 Millionen Hammer. Euro. Aston Martin Valkyrie. Verrückt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Kracher. Da steht er. Ja, da bin ich jetzt schon mehr damit beheimatet. Damit kann ich was anfangen. Das ist natürlich ein Auto, was so futuristisch ist. Aber Ferrari Puro Sangue, Wahnsinn. Neuwagen. Ferrari Puro Sangue. 2024er Auto in Schwarz auf 23 Zöllern. Hast du schon welche auf der Straße gesehen? Ja? Ich habe tatsächlich noch keinen gesehen. Ich habe letztes Mal einen bei Ferrari Ulrich gesehen, wo ich meinen guten Freund Arthur mal besucht habe. Da habe ich einen stehen sehen, ansonsten noch keinen fahren sehen. Nein. Lass mal reingucken. Ja. Futuristischer Innenraum, sehr futuristisches Design. Von innen sieht er sehr gut aus. Ne? Wunderschön. Stecken mal den Kopf rein. Also top. Für Ferrari-Verhältnisse absolutes High-End-Niveau, wunderschönes Auto. Ja. Nur von außen hätte er schöner sein können, wie ich finde. Ja, da streiten sich die Geister, glaube ich. Ne? Also ich glaube, Lamborghini hat mit dem Urus schon eine ganz hohe Messlatte gelegt. Ja. Ne? Und ich glaube, Ferrari tut sich mit dem Puro Sangue jetzt schwer, designsprachenmäßig auf das Niveau zu kommen. Ich glaube, Performance ist
unbestritten, aber vom Design bin ich bei dir. Ja, ich finde den etwas zu kurz geraten, wenn man da von der Seite drauf guckt, irgendwie... Da fehlt was, ne? Wenn du einen Viertürer baust, wenn du als Ferrari hingehst und einen Viertürer baust, dann seid ihr nicht zu fein dafür, einen Viertürer gebaut zu haben. So dieses, wir haben jetzt einen Viertürer gebaut, wir haben eine Tradition gebrochen bei Ferrari, aber na, es soll und ja kein richtiges SUV, ne? Das sollte ja auch ein Alltagsauto sein. Genau. Und wollen wir mal in den Kofferraum reingucken, weil das ist ja beim SUV auch spannend, ne? Und dann halt dieses nicht konsequent fertig gebaute SUV, finde ich. Hab ja auch Familie, wie du auch. Ja. Jetzt gehe ich mit der Frau einkaufen mit dem Kind, ne? Da wird es halt eng. Dann kannst du schon den Sitz umlegen. Kann man beim Puro Sangue den Sitz umlegen? Ja, kann man. Der könnte schon gerade runtergehen. Aber was passiert mit der Trennwand hier? Also der Sitz ist umgelegt tatsächlich? Ja. Gut, die wird man auch irgendwie... Ja, aber ich meine... Guck mal, zieh mal da zur Seite. Nach innen, ja. Aber naja, will man das? Ja, will man das? So, jetzt bist du beim Rewe einkaufen, keine Schleichwerbung, aber wo willst du jetzt damit hin, ne? Dann tut es dir ja weh, ne? Über das Leder und so, mit dem Gepäck und allem schwierig zu gehen. Ja. Weiß ich nicht, ein sehr, sehr geiles, futuristisches Auto, wie ich finde. Manche Dinge finde ich halt nicht sehr konsequent. Also es ist weder ein Sportwagen, weil dann kaufe ich mir lieber ein SF90 oder ein 812. Tolles Auto, Alltagstäglichkeit, mag ich jetzt mal in Frage stellen, ob das wirklich der Ferrari ist für jeden Tag und für die Familie halt. Ne? Und dafür war er ja eigentlich gedacht. Wie dem auch sei, wir haben das Auto Volley genommen. Das Auto ist rein, raus für 900.000 Euro. Wahnsinn. Ist auch ein heftiger Betrag, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also, ja, die Frage ist, was einem ein Auto wert ist. Ja. Ich glaube, hier ist die Seltenheit, die momentan gegeben ist, ein ausschlaggebender Punkt. Ansonsten finde ich fast die Million für das Auto schon... Ist schon viel. Da kriege ich schon Schnappatmung. Vor allem, wenn du bedenkst, dass du für fast eine Million das Auto hier dreimal kriegst. Der Lamborghini Urus Performante Neuwagen haben wir auch verkauft. Boah. Ja, 2024er Auto mit wirklich vollem Spec. Wir haben die Carbonhaube, wir haben das Carbondach, voll Carbon außen herum. Neuwagen, 660 PS, V8 Biturbo, 4 Liter und verkauft für 399.000 Euro. Ja, was soll ich da dazu sagen? Ne? Also allein auftrittsmäßig ist natürlich der Ferrari etwas eleganter. Ja. Ne? Der Urus ist natürlich sehr viel brachialer. Ich sag mal, wenn der kommt, dann macht jeder Platz. Was möchte man haben für ein Fahrzeug, für das Geld? Aber ich bin bei dir, jetzt mal abgesehen davon, dass das Auto doppelt so teuer ist. Ja. Schwierig. Ich würde mich nicht entscheiden. Ich mag beide Fahrzeuge, aber Wenn der Puro Sangue erschwinglicher wäre, dann wäre das das perfekte Ergänzungsauto zum Urus. Als Zweitwagen, Der Papa fährt den Urus und der Mama kaufen wir dann einen Puro Sangue statt einem Macan. Ich glaube, die Autos sind, obwohl es eigentlich dieselbe Käuferschicht ansprechen sollte, ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Ja. Du merkst halt auch, es sind zwei verschiedene Jahrzehnte, in denen die Autos entwickelt wurden. Du hast ja beim Puro Sangue keine sichtbaren Türgriffe mehr. Ja, auch das Design ist sehr futuristisch. Ja. Hier hast du noch echte Türgriffe. Das Auto strotzt vor Kraft und deshalb ein bisschen vor Eleganz. Ja. Und etwas, der etwas seriösere Auftritt, will ich aber sagen. Aber beides sehr schöne Autos. Unser zweites verkauftes Auto die Woche, der Lamborghini Urus Performante für 399.000 Euro. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz spektakulärer Moment, Leute. Wir enthüllen unser zweites Hypercar und das teuerste Auto in meiner Firmengeschichte. Ich habe niemals ein teureres Auto bei mir im Showroom gehabt als diesen Wagen. Wir haben lange und hart dran gearbeitet. Es war auch eine sehr, sehr emotionale Geschichte mit dem Vorbesitzer. Aber jetzt haben wir den Wagen da. Wir enthüllen. Da ist er, Leute. Der Pagani ist endlich bei uns im Showroom. Ihr wisst, wie hart ich um den Wagen gekämpft habe. Und jetzt ist er endlich bei uns angekommen. Eines von nur 40 Fahrzeugen weltweit. Der Pagani Huayra BC Roadster. Unglaublich, ja. Da ist das Auto. Ein 2020er Auto mit 1.900 Kilometern. Ist unser zweiter Neuzugang diese Woche für 6 Millionen Euro. Unfassbar. Dafür kaufen sich die Leute einen ganzen Straßenzug. Ne? Dafür ist im Gegensatz das Auto. Muss ich dir sagen, designmäßig kriegst du Schnappatmung, alles Carbon, wunderschöne Optik.
toll. Also, die Außenspiegel. Ja, ja. Ich habe gerade so gedacht, das sieht aus wie so ein Auge. Ne? Also viele denken, es sollen Blätter darstellen. Ja. Aber tatsächlich hat Pagani hier an die Augen seiner Tochter erinnern wollen. Ach ja, siehst du, habe ich nicht so falsch gelegen. War nämlich genau mein Gedanke vorhin. Das ist wie so ein schönes, elegantes Auge. Wunderschön. Ja, du sagst es, einige kaufen sich einen Straßenzug von, andere ziehen damit um die Straße. Ich finde es wunderschön, designmäßig, Vollendung. Ich glaube, für jeden Autoliebhaber gibt es nichts Perfekteres. Ich habe es vorhin schon mal in meinem Instagram-Post gesagt, das Auto ist Schnappatmung in live, aber die Verantwortung, das Auto über die Straße zu bewegen, wenn es überhaupt bewegt wird. Wow. Der wurde bewegt. Der Vorbesitzer hat den Wagen 1900 Kilometer bewegt. Respekt. Vom Design innen, finde ich, ist das Auto irgendwie so, ich sag immer, das ist wie Zukunft und Vergangenheit. Mhm. Ja, ja. Es sieht unheimlich futuristisch aus, während es auch sehr klassisch aussieht im Innenraum. Na klar, wenn man jetzt das Infotainment sieht, ist eher so ein bisschen alterstümlich. Ja. Wenn man jetzt ins Cockpit, Lenkrad, Designsprache, perfekt. Ich finde die analogen Anzeigen genial. Ja. Heute ist ja alles digital. Ja. Ist das noch so Autofahren in purer Eleganz? Also Hammer. Und dann nochmal von hinten drauf gucken. Mhm. Das erinnert mich an so ein Raumschiff, so wie Alien Teil 3. Ja, ja. Ja? So mit der Hutze. Und dann halt dieser Roof Scoop hier, ne? Wie das so heraussticht. Vor allem alles echt, ne? Also kein Mogel Roof Scoop, sondern das ist tatsächlich zur Belüftung und Entlüftung des Motors. Ja. 12 Zylinder, 802 PS. Unfassbar. Ja, wenn man schon dahinter sieht, ne? Das sieht aus wie so eine Trompete. Ne? Ja, vier Tröten. Ja, genau. Ne? Vier Tröten. Wie so beim Fußball, ne? Tröt. Aber da kommt nicht ein besserer Klang raus. Also wunderschönes Auto, keine Frage. Unser zweiter Neuzugang diese Woche. Nach dem Aston Martin Valkyrie für 3,6 Millionen. Pagani Huayra VC Roadster, 6 Millionen Euro. 10 Millionen Euro. Ja. 10 Millionen. Ja gut, Gott sei Dank hat ja der Ferrari fast 1 Million gebracht. Wo wir auch schon bei verkauften Ferrari sind. Unser nächster Neuzugang diese Woche. Der Ferrari 812 GTS. Ja. Mittlerweile schon ein richtiger Klassiker. Und ich glaube, sehr viel Potenzial nach oben. Wenn man das jetzt, glaube ich, kauft, wenn man das nötige Kleingeld hat als Investition, würden wir bei diesem Fahrzeug bestimmt nichts falsch machen. Nein, wir haben hier einen 2020er Ferrari 812 GTS, Rosso Mugello, schöner Dunkelrotton, wie ich finde, sehr elegant. Sehr elegant, ja. Rosso Corsa bin ich auch ein großer Fan, dieses Knallrot, aber ich finde, in dem Farbton macht er auch einiges. Aber du bist Rot-Fan bei Ferrari, ne? Das habe ich jetzt gelernt aus deinen Videos, du sagst, wenn Ferrari, dann Rot. Ja, tolle Farbe, also ausnahmslos. Ja. Habe ich so auch noch nicht gesehen in der Farbkombi. Sieht wunderschön aus. Ja. Ja. Krass ist ja, voll Carbon-Spec, Innenraum schwarz, auch wieder mit dunkelroten Akzenten. Ja. Wir haben Beifahrer-Display drin, auch im Innenraum voll Carbon. Mhm. Ich würde sagen, Soundcheck. Was kostet so ein Carbon-Komplettpaket bei so einem 812? Voll Carbon bist du so bei um die 40.000, 50.000 Euro. Da kauft sich ein normaler Mensch ein schönes Fahrzeug dafür. Ja. Ne? Das muss man sich alles mal überlegen. Absolut. Ja. Unser dritter Neuzugang für 480.000 Euro, unser Ferrari 812 GTS. Und ihr wisst, wenn ich bei Ferrari 12 Zylindern stehe, dann will ich immer den Motor hören. Ja. Ich bin gespannt auf dein Urteil. Unfassbar. Ist schon krass, oder? Ja, du, das schlägt jedes Autoherz natürlich höher. Oh. Ne? Aber jetzt zeige ich euch was Krasses. Jetzt lasst uns mal im Vergleich, denn ist ja auch ein V12, den Puro Sangue noch mal hören. Vom Motor, was ist da der Unterschied? Weißt du das? Wir haben weniger PS. Ja. Ja, also im 812 GTS haben wir 800 PS. Ja. Hier haben wir 725 PS. Warum haben sie das gemacht? Müssen wir Ferrari fragen. Würde ich Ferrari mal fragen. Ja. Wäre auch ein spannendes Frage. Müssen wir Ferrari fragen. Also wer es uns beantworten kann, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ich lass mal starten. Ja. Sag mir mal den Unterschied. Am Anfang etwas zaghaft, aber wenn dann eigentlich... Braucht ein bisschen Drehzahl, ne? Ja. Braucht ein bisschen Drehzahl, ich glaube so ab 3.000, 4.000, wenn die Klappen richtig aufgehen. Typischer Ferrari, also ein V12-Sauger sollte man natürlich jetzt auch nicht unterschätzen. Vom Klangbild muss es so. Es muss ja gut sein. Ja, geht nicht anders. Kann gar nicht anders. Geht nicht anders.
Muss ja auch. Wo Ferrari draufsteht, muss auch Ferrari drin sein. Markus, apropos Laufen, bei mir läuft es nicht so gut. Ich muss mehr Sport machen. Ja, mit gebrochenem Fuß müssen wir Oberkörper trainieren. Jetzt hatte ich, genau. Wir werden ja vielleicht, meine kurze Werbung an meiner Seite. Ich bitte drum. Wir wollten ja mit mal ein Video drehen, wo wir Sport machen. Vielleicht noch der Herr Abt dazu. Ne? Daniel Abt, du hast es gehört. Ja, du hast Challenge, damals gesagt, du bist dabei. Challenge geht an dich, Daniel. Ja. Würde mich freuen, wenn wir euch mal Platz machen. Zwei Pfeifen für Markus. Mit einer Pfeife raube ich euch hier ganz locker weg. Also, wer vielleicht lustig, wer es mal sehen will, schreibt es mal rein in die Kommentare. Jetzt fange ich auch schon an. Ja. Machen wir das gerne mal. Ne? Genau. Ja. Übrigens, damals hat mir Markus unheimlich viele Produkte mitgebracht. Ja. Die habe ich auch alle wirklich durchprobiert. Da war ich dann auch wieder relativ gut dabei, habe motiviert trainiert. Dann habe ich mich aber erst am Knie verletzt und jetzt am Fuß. Ja, kriegen wir wieder hin. Ja? Kriegen wir hin. Ja. Fuß ist natürlich jetzt eine Sache, da hilft kein Kraut dagegen. Das muss man ausheilen lassen, aber danach gehen wir Gas. Markus, was war eigentlich dein Lieblingsfitnessstudio in deinem Leben? Gab's tatsächlich mein eigenes, ja. Das konnte ich mir so gestalten, wie ich das wollte. Wobei viele Studios ihren Flair haben, genau wie viele Autos ihren eigenen Flair haben. Man muss halt seinen Ort finden, wo man sich wohlfühlt. Ja. Ich sage immer, Fitnessstudio sollte sein wie ein schöner Stuhl oder ein schönes Auto. Einsteigen und wohlfühlen. Ja, ja, absolut. Und das ist, glaube ich, das, wonach jeder sein Fitnessstudio auswählen sollte. Nicht nach Preis oder jetzt Öffnungszeiten, sondern man muss sich wohlfühlen. Ja, ja? Absolut. Und ich habe mich immer wohlgefühlt in meinen Studios. Hinter dir steht unser nächster Neuzugang. Ja? Auch wieder ein krasses Auto. Hammer. Ja? Hammer. Aston Martin V12 Vantage Roadster. Limitiert auf 249 Fahrzeuge weltweit. Ja? Ja. Mit einem Monster-Spec. Ja, die Farbe ist natürlich der Hammer, ne? Die Farbe. Top. Dann haben wir ganz viel Aston Martin Q. Das steht praktisch wie MSO bei McLaren. Okay. McLaren Special Operations. Ja. Für Sonderausstattungen. Verrückt. Der Streifen, viele Gelbakzente in Verbindung mit dem Carbon. Carbon sieht toll aus, ja. Gerade mit der Farbe. Also ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr genial. In dem Licht oder im Tageslicht, glaube ich, perfekt. Auch mit dem Flügel hinten. Mhm. Also optisch sehr fette Carbon-Seitenschwelle, ja. Dunkle Räder drinnen. Das ist so ein lila Ton. Ne? Das ist findet so ein, sich wieder im Innenraum, ne, die Farbe. Ja. Haben wir wieder im Innenraum, auch im Innenraum viel Matt-Carbon. Also vom Sitzen her, setz dich mal rein. Ist kommst gut. Du gut rein? Ich komme gut rein. Ja. Ich habe ja noch nicht bei dir Sport gemacht. Ja. Deswegen passe ich noch in meinen Sitz. Ja, ich passe erschreckend auch gut rein. Also da hat Aston Martin einen sehr schönen Sitz gebaut. Ja. Lass mal hören. Erstmal sehr verhalten. Das war nicht. Das kann man nicht. Das war doch nicht euer Ernst. Meine Güte. Also ich habe den Wagen ungelogen gerade das erste Mal gehört. Ja. Und es war jetzt nicht so hochgedreht. Also es war sehr, sehr sanft. Wir haben hier 4.500 Umdrehungen. Der ballert ganz schön raus, ne? Ey, das ist krass. Ja. Ich habe ja das Auto ungesehen gekauft. Ne? Ja? Ich wusste von dem Auto wie immer. 12 Zylinder, 5,2 Liter Hubraum, 700 PS und der Sound ist brutal. Unfassbar. Ich bin komplett überrascht. Also wir machen jetzt nicht einen auf Oh mein Gott, sondern wir hören den gerade beide das erste Mal. Kann sich mit Ferrari durchaus messen. Hammer, Hammer. Ich will noch mal. Ja, mach noch mal. Okay. Also soundmäßig ist das eines der krassesten Fahrzeuge, die ich in letzter Zeit gehört habe. Für alle Nachbarn, wenn er mal so ein Auto hört, applaudieren. Genial, nicht meckern. Die, die Nachbarn werden jodeln vor Freude. Die werden die Arien singen, morgen wie sehr sie dich sieben. Mögen. Ja, genau. Morgen zum Sieben, hervorragend. Unser vierter Neuzugang, Aston Martin Vantage V12 Roadster für 450.000 Euro. Hammerauto. Brutal, oder? Wunderschön, also top. Boah, meine Güte. Ey. Heftig. Aber der, wie der rotzt. Also was der auch rausgeschossen hat, ne? Wie weit? Da hat er den Boris Sange fast einmal nass gemacht. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Ich zeig das mal in die Kamera. Ja. Felix, dein Handy ist keine Jungfrau mehr. Also Felix legt sein Handy immer unten drunter für noch schönere Aufnahmen. Und guck mal, wie das jetzt aussieht. Ja. Also. Hat das Auto gut geschossen hier. Gut, weiter geht's mit den schönen Autos. Da habe ich mal zur Abwechslung wieder ein verkauftes Auto. Letzte Woche noch vorgestellt, diese Woche ist er verkauft. Mhm. Mercedes G63 AMG in Lieb. Habe ich gesehen bei dir im Video. Genau. Fand ich jetzt spannend, die Farbkombination. In Blau hat man so noch nie gesehen, aber steht ihm ganz gut. Wenn man es live sieht, sieht es wirklich schöner aus wie auf dem Video, muss ich tatsächlich zugeben. Schönes Auto. Wir haben ja kein Night-Paket. Ja. Na, also nichts ist schwarz an dem Auto, der Grill ist in Chrom, alle Anbauteile sind in Chrom. Blau, kein Schwarz, kein Mattschwarz, wie man es kennt, also auch keine Mattlackierung.
Steht im Auto, aber trotzdem, ja. Muss man sagen, steht im Auto. Oder? Sieht gut aus, nein. Also ohne Scheiß. Schönes Blau. Mercedes G63 AMG haben wir euch letzte Woche im Video vorgestellt. Diese Woche ist er verkauft für 190.000 Euro. Und da drängt sich bei mir die Frage auf, Markus, warum fährst du keine G-Klasse? Du bist so der Prototyp G-Klasse eigentlich. G-Klasse war mir immer zu brachial, mir auch zu viel Statussymbol, sag ich mal. Ich bin eher so ein bisschen der unterm Radar fährt, aber nichtsdestotrotz ein tolles Auto und Glückwunsch an den neuen Besitzer. Also kann man nur gratulieren. Sehr schöner Wagen. Ist natürlich auch ein Statement, ne, wenn du mit so einem Auto fährst. Ja. Markus, Achtung, von welchem Auto träumst du nachts? Gegenwärtig. Ja, hier sind vielen Autos. Ne? Ich träume natürlich nicht nur von Autos, sondern von meiner Frau und meinem Kind. Das ist die erste Träume, die ich habe. Aber natürlich träumt jeder Mann von Autos, wer Autoliebhaber ist. Ich finde ein SF90 genial, obwohl man natürlich dann sagen kann, da streiten sich auch die Geister. Ich finde den Lambo Urus sensationell. Ich bin aber jetzt keiner, der sagt, ich bin typischer Ferraristi oder Lamborghini. Ich mag Sportwagen, ich mag Autos. Ich kann sie alle mögen. Man kann nur eine Frau lieben, aber man kann alle Autos mögen. Insofern hat man einen großen Vorteil, wenn man mal bei dir in dem Showroom ist, was hier alles Schönes steht. Wenn man schon nur eine Frau lieben darf, dann kann man ja viele Autos lieben dafür. Das ist mein Motto. Ja, ganz hinten steht übrigens unser drittes Hypercar, das wir die Woche präsentieren. Also was wir heute in dem Video präsentieren werden. Wartet noch ein bisschen. Ich will noch den großen Moment etwas rauszögern. Aber das heißt nicht, dass es langweilig wird, weil da steht schon unser nächstes verkauftes Auto. Hammer. Lamborghini Huracan STO, verkauft für 380.000 Euro. Und schaut euch mal den Mega-Spec an. Oder? Ich glaube, die heißt Verdegea. Ne? Genau. Ja, Verdegea, das ist ich nenne das immer Cyan-Grün. Ja, richtig. Ja, wobei also der Cyan, glaube ich, ein matter Lack war, oder? Ja, der war matt, genau. Das ist jetzt ein Metallic-Lack. Ja. Aber ansonsten, der eine mochte es, der andere nicht. Das sind die roten Anbauteile. Da hat ja der Vorbesitzer extra Geld für gezahlt. Ja, ich merke schon, Markus tut sich auch schwer. Ja, ich hätte es da eher in Carbon genommen, bin ich ganz ehrlich. Carbon wäre natürlich sehr Carbon geil. Carbon wär, glaube ich, Endstufe, aber Geschmäcker sind verschieden und der neue Besitzer wird sich bestimmt darüber freuen. Tolles Auto. Oder? Ja. Sieht schon heftig aus. Was ich finde, wenn du von ganz weitem auf den Huracan STO guckst, auf den Spoiler hinten, dann hier links und rechts die Kanten, das sieht aus wie die Hörner bei einem Stier. Ja, das ist wieder so dieses Y, ne? Dieses Lamborghini-Designsprachenelement, das alles immer so kantig und im gewissen Winkel zueinander steht. Ist schon genial gemacht. Ne? Böse Flosse. Ja? Hammer, ja. Sieht schon gut aus. Ich meine, der Huracan neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Ich glaube, es war ein ganz tolles Auto, der Huracan. Ja, und wenn ich jetzt mal so sehe, hier haben wir das Matt Carbon. Ne? Ja. Hätte Fahrradkette. Ja. Ne? Aber kann man aber auch noch machen. Kann man auch noch nachträglich ändern. Mhm. Kostet zwar eine Stange Geld, aber könnte man theoretisch ändern. Aber guck mal da, ne? Die Einlässe, Abgasanlage hier. Sieht schon brutal aus. Ein abartiges Auto. Ne? Ja. Also wenn du da hinterher fährst, da hast du jetzt auch keinen Bock zu überholen. Ne? Ich würde lieber hinten dran fahren und würde mir das Auto angucken. Ne? Da hat viel mehr Lust dazu. Da musst du ja immer aufpassen, ne? Wenn du mit einem normalen Auto da zu dicht dran fährst, auch an der Ampel oder so, die entwickeln ja eine ganz abnormale Hitze. Hitze, ne? Ja. Also da kann es dir auch mal deine Steinschlagschutzfolie wegbrennen. Das ist so ein Abgasrohr. Ne? Das muss man sich alles mal vor Augen halten, was da hinten rausschießt. Ne? Das ist schon 640 PS, 10 Zylinder. Heckantrieb. Wahrscheinlich der letzte 10 Zylinder auch. Schade. Ne? Ja. Leider gibt es so Fahrzeuge nicht mehr. Deswegen, wenn ihr mal so ein Auto seht, feiert es, weil wer weiß, wie lange es noch so was zu sehen geben wird. Also, wir gehen mal davon aus, dass der Huracan-Nachfolger wahrscheinlich, wenn überhaupt, 8-Zylinder-Hybrid sein wird. Mhm. Hoffentlich kein 6-Zylinder-Hybrid, das wäre ja der Todesstoß. Was performancemäßig natürlich schon vorwärts geht, aber natürlich vom Autoliebhaber-Faktor, Saugmotoren sind schon das Nonplusultra, gerade vom Sound her. Ne? Ich meine, unsere Kinder werden es nicht mehr anders kennen. Nein, absolut. Meine Tochter fragt mich letztens im Auto, die ist 10, die fragt mich, Papa, was haben denn die Leute für Probleme mit E-Autos? Ich verstehe das nicht. Ja? Die kennen das ja nicht. Also die werden dann auch irgendwann nichts anderes mehr kennen. Die kennen nicht mehr Tankstelle, die kennen nicht mehr Benzingeruch. Mhm. Ja? Die kennen auch nicht die Emotionen, die mit lauten Motoren verbunden ist und so. Also das sind jetzt noch unsere Jahrgänge. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ne? Ja. Könnte auch mal zu Hause diskutieren drüber, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht sind wir jetzt auch in einem Alter und Autoliebhaber, die das wirklich mit einem Lachen und einem weinenden Auge betrachten. Viele werden sagen, ja, aber das ist die Zukunft. Du, Markus, gerade bei uns, wir leben in Deutschland, da wird einer der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Ja? Wir haben leider einen Abwärtstrend. Und jetzt muss man sagen, wovon hat denn unser Land gelebt all die Jahrzehnte? Motorentechnik, Motorenbau, Automobilwirtschaft. Ja? Und
Dann gerade wir in Deutschland, ja, finde ich, sollten die Letzten sein, die gegen Verbrennungsmotoren sind, weil das hat Jobs geschaffen, das hat Familien ernährt, das hat Emotionen geweckt, das war deutsche Wertarbeit, ob das die AMG-Motoren sind, die Porsche-Motoren sind, Mercedes-Motoren sind. Ja? Meine Mutter hat immer gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wir sind ja Autoentwickler, Land, ja, gewesen. Und Verbrennungsmotoren war immer unseres. Jetzt begeben wir uns auf eine Sparte Elektro, wo vielleicht andere Länder vielleicht weiter sind von Entwicklung, China etc. Mhm. Und damit zu konkurrieren, weiß ich nicht, ob man unser Land nicht damit vielleicht sogar schwächt. Ja, ja, und man muss ja auch sagen... Das heißt aber nicht, dass man kein Elektroauto bauen soll. Aber vielleicht könnte man in Kooperation mit anderen Marken da weiter und schneller vorankommen. Und man muss sagen, es ist ja immer noch kontrovers diskutiert. E-Antrieb, Batterien, Entwicklung, Entsorgung. Ja, wie viel besser ist das denn für unsere Umwelt? Also das CO2-Abdruck. Ist, ja. Aber naja, nicht unser Bier. Ja. Wir feiern unseren verkauften Lamborghini Huracan STO mit 10 Zylindern für 380.000 Euro. Es geht weiter. Noch eins, zwei und dann kommt wieder ein Hypercar. Ja, aber erstmal unser nächster Neuzugang. Ferrari, wow, SF90 Coupé mit Assetto Fiorano Paket. Sau stark. Leichtbau? Ja. In der typischen Lamborghini-Farbe. Ja. Ist ja eigentlich nicht rot, wie der Omi das immer gern hätte, sondern gelb ist ja die ursprüngliche Ferrari-Farbe. Ja. Sieht er bombenmäßig aus, finde ich, mit dem Gelb und Schwarz. Und danach das Schwarz, ja, Leichtbaupaket, sensationeller Speck. Also wunderschöne, ja, wunderschönes Fahrzeug. Ja. 2023er Fahrzeug mit Assetto Fiorano-Paket für 495.000 Euro. Unser nächster Neuzugang. Ja. Und da muss man halt auch sagen, das Auto sieht schon wahnsinnig gut aus. Performance-technisch ist das ja ein absolutes Monster. Ja. Mhm. Wir haben über 1000 PS Systemleistung in Verbindung aus Verbrennungsmotor, Elektro, ja, dem Achtzylinder, mhm, und dann noch dem Elektroantrieb. Ja. Wobei Elektro ist natürlich bei Ferrari mehr performancemäßig, ne? Ja, zur Unterstützung der Geschwindigkeit. Deswegen feiere ich Ferrari noch, weil wenn sie Elektro bauen, ja, dann noch mehr, ja, zum Feuern. Wie siehst du die Wertentwicklung von dem Auto, vom SF90? Leider negativ. Ja. Ja. Also der SF90 als Coupé wird mittlerweile unterm Listenpreis gehandelt. Mhm. Auch das Auto, das wir anbieten, hat weit über 500.000 Euro, wow, Liste gekostet. Okay. Steht jetzt bei uns zum Verkauf für 495.000 Euro. Ja, SF90 wird sich konstant nach unten entwickeln die, ja, nächsten Jahre. Okay. Also in 2 Jahren liegt das Auto, das heute bei 495 liegt, vielleicht noch bei einer 450, 430 und dann immer weiter. Und wahrscheinlich wird sich dann irgendwann in 3, 4 Jahren so ein Tal bilden, so bei 350.000 Euro. Würde ich mal so schätzen. Es ist kein Zwölfzylinder, es ist kein limitiertes Fahrzeug, muss man sagen. Es ist trotzdem einfach eines der neuesten Fahrzeuge, die Ferrari hat. Gut, unser nächstes verkauftes Auto steht auch wieder hier neben mir. Du merkst die Schlagzahl. Also ich habe mich ja auch jetzt in den letzten Monaten auch viel mit Markus seinem Werdegang befasst. Ja? Markus war in der Weltspitze des Bodybuildings. Er war unter den Top 10 Athleten und ist bis heute ja eine lebende Legende. Also seine Generation feiert ihn, meine Generation, also die Ü30er feiern ihn, aber auch die aktuellen Jugendlichen, ja, feiern ihn. Also du bist eine Legende des Sports. Von der Generation TikTok, ne? Ja. Mittlerweile kennen mich die Leute ja, wie du auch jetzt, ja, mittlerweile erkannt wirst, nicht nur als Autohändler, ja, sondern als YouTuber, ja, wie ich es mal nennen, als Social Media Star, ja, was sehr schön ist. Aber man verliert natürlich so ein bisschen seine Wurzeln, ne? Weil die, ja, Leute denken, okay, ich kenne dich vom YouTube, Omid, ja, ne? Ja, ja, ja. Aber ich kenne dich nicht vom Autohaus, was schön und angenehm ist. Aber manchmal wird zu vergessen, was man eigentlich schon für eine Leistung erbracht hat im Sport oder du, ja, jetzt mit deinem Autohandel. Ne? Ja, du bist ja der Franz Beckenbauer des Bodybuildings. Ja. Ja, so würde ich das vergleichen. Also es gab niemals jemanden im deutschen Bodybuilding, der höher gerankt war, besser war als du. Vor allem auch zu der Zeit. Gab schon bessere Athleten, sportlich, ja, gesehen. Aber ich sage jetzt mal so, ist ja über die Jahre entwickelt. Bin ich schon recht stolz, was mir, ja, oder ich mir aufgebaut, ja, habe. Ne? Aber danke auch an alle Fans und danke an alle Follower, ja, weil ihr macht es erst, ja, möglich, genau wie die Follower für dich. Ja, absolut. Dass ich auch potenzielle, absolut, Kunden sind. Und da muss man immer dankbar sein an alle Fans. Dankeschön, ja, für alle. Wenn du als Fußballer in der dritten Liga spielst, ja, ja, dann hast du schon ein gutes Einkommen. Dann kannst du schon echt gut leben. Du hast, das stimmt. Du hast ein das angenehmes, stimmt, Leben. Ja. Als Bodybuilder, selbst in der Weltelite, war, ja, das ja wirklich hart. Ne? Das kam natürlich immer zur Zeit. Ne? Jetzt bist du in der Zeit aufgekommen, wo sehr viel Konkurrenz war. Wir, ja, waren schon Top-Athleten. Aber wie du schon richtig erkannt hast, die Wirtschaftlichkeit ist da schon zweitrangig gewesen. Da musst du schon sehr viel, ja, Enthusiast sein, damit du sagst, okay, der Sport ist so aufreibend, der nimmt so viel Zeit und halt auch Gesundheitsgefahren, muss man natürlich auch sagen. Und dafür ist die finanzielle Entlohnung schon, mhm, sehr, sehr gering.
Und dann hast du quasi die Karriere nach der Karriere als Unternehmer. Ja. Ja. Und Gott sei Dank genauso erfolgreich wie als ja. Bodybuilder jetzt als Unternehmer. Aber man bekommt nichts geschenkt auch mit. Nein, es ist ja auch verdient. Das ist auch harte Arbeit. Ja. Ne? So wie du auch jetzt da stehst, ja. abends noch Videos ja. drehst. Wir haben kein Wochenende. Ja. Bei uns ist jeder Tag Montag, ja. sage ich jetzt mal. Aber natürlich haben wir dann auch natürlich sehr viel ja, Privatleben, das so kurz kommt. Wir haben Absolut. Die Kehrseite der Medaille. Also oftmals hätte ich gern mehr Zeit. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ich besuche einen Freund heute. Ja. Dafür ja. habe ich leider zu wenig Zeit. Ja. Jetzt Gott sei Dank wohnst du nur 10 Minuten entfernt von mir oder 1/4 Stunde. Deswegen komme ich auf das mal rum, darf mir die tollen Autos und auch schöne ja. Gespräche mit dir führen. Das ist natürlich das, was zu kurz kommt. Und dafür bin ich dankbar für jede Minute. Ja, ich bin dankbar. Ja, ich muss meinen Freund verbringen darf. Ne? Nein, ich bin dankbar. Ich bin auch dankbar darum, dass jemand dieses Auto gekauft hat. Komischerweise. Gelb und Rot, eigentlich müsste alles eigentlich sein. Eigentlich müsste vertauscht sein, eigentlich müsste der Lambo gelb sein und der Richtig. Ferrari rot, aber ja. sei es drum, ja, Hauptsache er ist verkauft. Unser Lamborghini Huracan LP 580, 2016er Auto mit knapp 30.000 Kilometern, verkauft für 190.000 Euro mhm. und ich muss sagen, sehr wertstabil das Auto. Ja. Der ja. Wagen hat in 2016, also vor 8 Jahren, circa 230.000, 240.000 Euro gekostet. Ja? Jetzt, knapp 30.000 Kilometer später, ja, 190.000 Euro. Das heißt, wir haben gerade mal 50.000 Euro plus minus Wertverlust an dem Wagen gehabt. Das Design ist natürlich auch zeitlos. Ne? Ja, also das wunderschön. Ist ein wunderschönes Auto. Absoluter Sportwagen, Lamborghini-Gesicht. Wiedererkennungswert ist ganz wichtig bei dem Auto. Sound, Performance, also alles perfekt. Raum. Ja, passt ja. du gut rein in den Huracan? Ja, da passe ich gut rein, glaube ich. Machen wir das Sitz nach hinten. Also das geht. Ihr seht das auch geht? Mit 130 Kilo für alle, die Scheu vom Lamborghini haben, passt man trotzdem gut rein. Ne? Es ist aber so, muss ich immer sagen, die Leute sagen immer, ja, du passt eh keinen Sportwagen. Ja, zum Teil schon, aber es ist ja auch ein Sportwagen. Das ist wie ein Maßanzug. Ne? Das soll schön aussehen, das soll funktionieren. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mit auf die Couch lege. Ne? Ja, also ja. jeden Tag einkaufen möchte ich jetzt nicht mit dem Auto, aber mal fahren. Klar, alles geil. Gut, ne? Auch so vom Innenraum Hammer. Noch? Nein, wunderschön. Man kann echt nicht meckern. Also top, das Auto ist wirklich wie neu. Ja. Riecht auch noch schön neu. Glückwunsch an, ja. an den Käufer. Und Hammer. Wie sage ich es immer als Händler, die schönsten Autos sind verkaufte Autos. Gut, ja. Großer Moment jetzt wieder, unser drittes Hypercar heute im Video. Wir haben ja unsere beiden Bugattis verkauft, unser McLaren Senna ist weg, diverse andere Autos sind weg, unser Showroom wurde ja einmal gedreht, wir müssen ja auch für Schlagzahl sorgen. Ihr habt es ja gesehen mittlerweile in 10-Wochen-Updates, wie viele Autos wir hier durchgeballert haben. Am Ende des Videos kriegt ihr nochmal eine komplette Zusammenfassung zusammengeschnitten von 10-Wochen-Updates, welche Autos wir alle hier durchverkauft haben, mit Preis, mit Zahlen. Der Kameramann hinter der Kamera, der auch schneidet, Felix, guckt schon so und drückt sich immer weiter gegen die Wand. Felix besteht darauf, dass ich jetzt sage, wie viel Zeit er hat. Also das Wochenupdate kommt ja immer donnerstags. Wir haben jetzt Mittwoch ca. 17 Uhr, schätze ich. Ja. ja. Also in 24 Stunden ist das Video online. Felix wird erst in 2-3 Stunden zu Hause sein. Und ja, ist doch eigentlich okay. Wenn du nicht durchschläfst, hast du noch locker 18 Stunden. Ja, aber du musst mir noch eine Version zuschicken, dass ich nochmal drüber gucke. Aber an der Stelle, 10. Wochenupdate. Ich will auch eine Lanze für den Mann hinter der Kamera brechen. Das ist Felix. Felix ist mein Partner bei unserem YouTube-Channel. Wir machen hier alles zusammen. Ich mache die Vorarbeit, er macht die Nacharbeit. Und er verbringt unzählige Stunden am Schnitt. Ich will gar nicht wissen, wie viel der Arme mich im Ohr hat. Das ja? nervt irgendwann, glaube ich, ich die glaub Stimme. Ich glaube schon. Ne? Felix, nervt davon, das irgendwann? Ne? Ja. Das Schlimme ist, wenn man den Omid mehr hört wie die eigene Frau. Ne? Er hört mich ja auf unzähligen verschiedenen Kameras dann auch. Ne? Wenn okay. dann Tonspuren und Gott ja. weiß was und dann ist alles zusammenschneiden. Aber die Stimme ist sehr angenehm von ja. dir. Also und dann rufe ich ja. ihn ja wieder an. Ach so, wenn was scheiße ist. Ne? Nein, also da nochmal eine Lanze. Und Leute, warte, da läuft er, da läuft er. Felix, schwenkt bitte einmal rüber. Mein Geschäftspartner Kevok. Ich drehe das 10. Wochenupdate, Leute. Und allgemein, unser YouTube-Channel ist jetzt, glaube ich, im 9. oder 10. Monat. Und das würde auch gar nicht funktionieren, wenn nicht mein Geschäftspartner, mein Teilhaber, also alles, was ihr jemals an mir seht, um mich herum seht, was auch immer, gehört zur Hälfte Kevok. Ja, ganz klar, das müsst ihr wissen. Ich habe einen Geschäftspartner, der mir dermaßen den Rücken frei hält, der sagt, hey Omid, du machst das vor der Kamera so gut, das ja. kommt uns allen zugute. Hau rein, da hat er keine Allüren. Ja, er hält mir immer, wenn ich drehe, den Rücken frei, nicht nur im Beruf, auch im Privatleben, in jeglicher Hinsicht. Also auch da nochmal Danksagung an meinen Geschäftspartner Kevok. Danke, dass du mir den Rücken frei hältst und mich das machen lässt. Wir, ja. enthüllen, wir enthüllen unseren nächsten Zugang, Neuzugang. Und was für ein Prachtstück ist das denn bitte?
unser Ford GT Heritage Gulf Edition. Wahnsinn. In Sonderlackierung. Was eine Farbe, ne? Als Limited Edition, Gulf Edition, die Gulf-Lackierung. Die Heritage Editions erinnern ja immer an die Fahrzeuge, die besondere Rennen gewonnen haben, wie jetzt auch hier das Le Mans-Rennen. Le Mans, ja. Und ja, was für ein schöner Wagen, oder? Habe ich letztes Video gesehen, ne, über Le Mans, wie die Ford GT über die Ziellinie gefahren sind. Sensationell, ja. Die Jungs Wahnsinn. Von Ferrari geschlagen haben mit dem Ford, ja? War geil, ja. Sechszylinder, ne? Ja, du sprichst auch schon direkt die größte Kritik an dem Fahrzeug an. Ja, weiß ich gerade, dass eine Kritik jetzt sein muss, weil Performance auf Sechszylinder zu holen, ist ja auch eine Kunst und das macht das Auto ja, ne? Ja, wir haben einen Sechszylinder, 3,5 Liter Hubraum, ja. EcoBoost. Ja. Ich will nicht wissen, was das Auto wert wäre, wenn der Wagen 8-Zylinder bekommen hätte. Ja? Da werden wir bei 2 Millionen. Ja. Ne? Ja, weil designtechnisch ist das ja der absolute Hammer, der Wagen, ja. Ich meine, das Auto ist auch teuer, allein schon der Listenpreis lag ja schon bei um die 800.000 Euro. Ja? Für einen Ford. Für einen Ford. Ne? Ja? Aber da muss man natürlich jetzt Ford einfach mal mit höchstem Respekt aussprechen, weil das Auto ist absoluter Hammer. Das ist der amerikanische Traum, das ist die Speerspitze des amerikanischen Sportwagenbaus. Ja. Unser nächster Neuzugang, unser drittes Hypercar, unser drittes neues Hypercar im Showroom, der Ford GT Gulf Edition. Und ich muss sagen, das Auto ist richtig schön. Ja, auch wenn man hier so hinten drauf guckt, ja, wir haben die hochgezogenen Auspuffrohre und diese Wespenteile hier auch. Ja, ich stehe, Markus mag große Auspuffrohre. Ja, ich finde, das hat immer so was mit Leistung und aber Performance. Auch, wenn du hier so durchguckst, ne, das erinnert mich an den Aston Martin Valkyrie, nur andersrum. Andersrum, genau. Ja, da geht die Zeitsprache in die verkehrte Richtung. Aber wie das Auto natürlich gebaut und konzipiert ist, ist unglaublich. Ja. Also wunderschönes Auto. Hast du schon mal im Ford GT gesessen? Ich habe zu meiner Schande, muss ich dir gestehen, vorhin habe ich schon drin gesessen. Hast du schon? Ja. War das nicht erstaunlich bequem? Ja. Ja, muss ich sagen. Hattest du auch das Gefühl? Ja. Wollen wir nochmal Probe setzen? Gerne. Also ich habe kürzlich mal im Ford GT gesessen, habe mir gedacht, hey, das ist echt bequem. Ja, das geht. Einsteigen ist natürlich ein bisschen schwerer, aber wenn man drin ist, drin sitzen ist genial. Und vor allem, man kann den Sitz nicht verstellen, sondern die Pedale. Die Pedalerie, ne? Es ist jetzt nichts, Omid, wo ich mit dir nach Hamburg fahren will. Ich merke das schon, weil ich bin schon unter Vertrag. Da müssen wir mal Händchen halten und schmusen. Ne? Ich merke das schon so, das ist so Donkey Kong und Diddy Kong. Mit mir hast du halt immer keine Probleme mit Unfallgefahr, weil du bewegst dich keinen Millimeter. Ich habe ein Airbag sozusagen. Du hast ein Airbag mit mir. Nee, aber sonst ein absoluter Hammer. Ne? Sportfahrt. Ja. Lass mal an, lass mal hören. Sick. Ja, sitzt. Das war's. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Aber der hat ein lustiges Liftsystem. Leider weiß ich nicht, wo das ist. Ein ganz aggressives, ne? So ja, das geht so ganz schnell wie beim Formel 1. Ja. Bam, bam. Hoch, runter. Aber ich glaube, das geht nur bis zu einer gewissen Kiloanzahl. Hier? Ich bin so schwer, also, oder? Probier mal. Geht das? Ja, jetzt sind wir hoch. Okay. Und wenn du ihn ausmachst, knallt er wieder runter. Aber wir machen mal aus. Ja. Ja, das ist schon Formel 1 irgendwie, ne? Das ist schon geil. Also Hammer, schönes Auto. Ford GT. Sehr, sehr toll. Welche Käuferschaft kauft sowas? Ganz unterschiedlich. Wer kauft sich so ein Auto? Ja. Welche Sparte, Mann oder Frau, hat Interesse an solchen Sportwagen? Werden die Autos gefahren oder werden sie nur als Investition? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Weil du verkaufst dich schon viele Autos. Ja. Aber im Vergleich sieht man doch sehr selten solche schönen Fahrzeuge auf der Straße. Ne? Ja. Sind das alles nur Sammler oder sind es Liebhaber? Oder? Ich würde sagen, die meisten Autos, die hier gekauft werden, werden gefahren. Ja. Ja. Natürlich werden einige davon auch weggestellt, aber in der Regel werden sie gefahren. Bekommst du auch Feedback von den Leuten? Danke für das Auto, aber das und das war gut, das und das war schlecht? Ehrlich zu sein? Nein. Nein? Wenig. Als Unternehmer ist es ja immer gleich. Ja? Ja. Wenn etwas gut ist, dann hörst du in der Regel nichts mehr vom Kunden. Ja, dann telefoniert man vielleicht irgendwann mal wieder und der sagt, hey, ich bin super glücklich mit deinem Auto. Ja. Ja, der ein oder andere ruft auch definitiv nochmal an und bedankt sich. Ja. Aber wenn alles gut ist, dann ist das beste Lob, wenn du nichts mehr hörst vom Kunden. Dann weißt du, alles läuft. Sag ich immer zu meinem Staff. Genau. Ja. Keine Frage ist die beste Frage. Ne? Da erinnere ich mich auch gerne zurück an meine Zeiten, als ich noch sehr, sehr, sehr billige Autos verkauft habe. Mhm. Ja, so Autos für 3.000, 5.000 oder 10.000 Euro. Mhm. Ja. Da war immer meine größte Angst, ein Anruf vom Kunden innerhalb der ersten 24 Stunden. Das, was passiert ist, Weil dann wusstest du schon, ich meine, das waren alles alte Autos mit 100, 200, 300.000 Kilometer auf der Uhr. Die konnten ja nicht neu sein. Ja. Ja?
Und dann hattest du immer so, wenn du 24 Stunden lang vom Kunden nichts gehört hast, und ich glaube, das feiern gerade ganz viele Autohändler in der Preisklasse, weil ich denen gerade aus der Seele rede. Wenn du so 24 Stunden nichts gehört hast, dann wusstest du, okay, Gott sei Dank, alles gut. Du kennst die Autos ja auch nicht. Du kaufst sie, du fährst sie vielleicht mal ein paar Meter Probe, aber selbst die beste Probefahrt kann kein Problem hervorrufen, das erst nach ein, zwei Stunden vielleicht auftreten würde. Hast du schon mal ein Auto gekauft, wo ein Reinfall war, wo du sagst, also jetzt im hochpreisigen Segment, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt 100.000 Euro in den Sand gesetzt, weil das und das ist passiert? Also ich habe schon Geld investiert in Autos, wo sich preislich nicht so entwickelt haben, wie ich es mir gewünscht hätte. Was genau? Was war das? Weißt du das noch? Ja, habe ich bestimmt hier irgendwo stehen. Der Lamborghini Aventador Ultime Roadster, den ich da habe. Okay. Das Auto biete ich mittlerweile an für 770.000 Euro. Gekauft habe ich den Wagen für 850.000 Euro. Oh, okay. Den habe ich gekauft auf dem Peak der Preise. Ja. Da haben Vergleichsfahrzeuge nicht unter 1 Million Euro gekostet. Da habe ich gedacht, gut, den Wagen kaufe ich für 850.000 Euro. Wenn ich einen 59 dafür kriege, wenn ich den 39, selbst einen 900 dafür kriege, war es doch gut. Es, wie gesagt, es gab auch kein Auto für unter 1 Million online. Ja. Was ist dann passiert? Ja. Der Revuelto wurde vorgestellt. Okay. Plötzlich hieß es, jetzt kommt der Revuelto. Er kam zwar nicht, aber er wurde vorgestellt. Und das hatte einen enormen Preisverfall zur Folge. Also jetzt biete ich das Auto für 770.000 Euro an. Also 80.000 Euro unter meinem Einstand. Und das wird, denke ich, auch historisch der größte Verlust sein, den ich an einem Wagen machen werde. Also auch du bist nicht gefeit vor Scheißgeschäften auf Deutsch gesagt. Ja, es darf nicht so oft passieren. Wenn das jetzt bei einem von 300 Autos passiert, ist das okay. Wenn ich fünfmal am Tag machen würde, wäre das doof. Dann wärst du nicht mehr hierher. Aber ansonsten zur Kundschaft für die Autos, querbeet, von bis. Du siehst da hinten Supercar, Olli. Ja. Also so sehen Kunden aus. Ja. Hallo, Olli. Der eine oder andere wird Supercar, Olli kennen. Aber ich habe junge ausländische Kunden, ich habe ältere Deutsche, ich habe junge Deutsche, ich habe ältere. Also ich quer durch die Gesellschaft. Unternehmer, Selbstständige, gut bezahlte Angestellte. Wenn man so ein Auto finanziert, wo sind wir da? Bei 4, 5, 6%? Oder? Ja, du bist mittlerweile eher bei 7, 8% dem Leitzins geschuldet. Also da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist das, was die Banken verlangen. Bei 7, 8%. Aber du finanzierst natürlich auch Autos. Ne? Für alle Interessenten vielleicht da draußen, die denken, okay, ich hätte gerne, aber ich habe das Geld. Also wir bieten Finanzierungen an, wir bieten Leasing an. Wir bieten auch 3 Generationen Finanzierungen an. Ihr könnt die Finanzierung noch auf eure Enkelkinder übertragen, wenn ihr wollt. Macht das bitte nicht. Das ist es natürlich. Nein, Spaß, das bieten wir nicht an. Aber was ich dir sagen kann, bei unserer Kundschaft, alle sind gut gelaunt, Markus. Du verkaufst Träume mit. Unser drittes Hypercar, unser Ford GT für 1,1 Millionen Euro. Ja? Tatsächlich wäre das meine erste Wahl. Von allen hier? Den würdest du mitnehmen? Von den Hypercars. Ja. Von den Hypercars. Ansonsten bin ich schon beim SF90. Ich finde den schon Porno. Also ich fasse zusammen, wenn du Autos von hier mitnehmen könntest, dann wäre das entweder der Ford GT oder der SF90 gegenwärtig. Ja. Sehr geil. Passen leider nicht in meine Hosentasche, ne? Sonst hätte ich es probiert. Ich habe noch 2 Autos, die ich dir zeigen möchte. Ja. Dafür müssen wir jetzt einmal rüberlaufen. Hier wird übrigens gerade renoviert bei uns in der großen Halle. Deswegen stehen mehr Autos als sonst draußen auf dem Hof. Da hinten, das verpixeln wir jetzt, das zeigen wir euch erst nächste Woche im Wochenupdate. Ganz frisch eingetroffen, das Auto von Marc Gebauer. Ich habe Marc Gebauers Auto heute gekauft. Ja, da hinten steht der Wagen, zeigen wir euch aber noch nicht. Also wir sind gerade am Renovieren unserer großen Halle. Ihr seht, die Wände sind komplett verkleidet. Kevok, was kriegen wir hier für einen Boden rein? Den gleichen Boden wie bei Brabus. Also wir kriegen den gleichen Boden, wie die Jungs von Brabus im Werk haben. Ist doch geil, oder? Ja. Und wieder sind wir... Jetzt müssen wir bei Brabus gucken, was die für einen Boden haben. Jetzt müssen wir mal gucken, was die bei Brabus für einen Boden haben. Bitte? Du möchtest es auch? Na dann komm. Komm, jetzt hast du es gesagt. Er hat gerade gesagt, er möchte auch aufs Video. Hi, Domenico. Hi, Domenico. Und? Ja, wir machen jetzt hier seit einer Woche rum mit der Beleuchtung. Okay, erzähl mal, komm, erzähl. Jetzt weiß wenigstens einer, was wir hier machen. Geht das Licht schon? Das geht schon. Dann mach mal an. Ich mach mal einen Teil an. Ja, alles. Alles. Wieso nicht? Du bist doch seit einer Woche hier, hast du gesagt. Zwei Wochen schon. Muss man die Sonnenbrille aufziehen jetzt. Wie schwer ist das? Jedes Panel ist ungefähr 70 Kilo. Ja, okay, schon geil. Ja, ja, total. Ja. Also auch wir machen Fortschritte. Ja, wir investieren unsere Gewinne in Licht. Also vielen Dank an alle Mitarbeiter hier von euch. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Nächste Woche ist fertig, ja? Ja, schon. Okay, Domenico, nächste Woche stehe ich hier mit der Kamera, du bist da. Ich bin da. Ja, und ich nehme mit dir ab alles. Okay? Deal. Hier stehen noch 2 Autos, die ich euch zeigen muss. Zum einen unser nächstes verkauftes Auto, Lamborghini Urus
Capsule Edition. Wow. In mattschwarz, ein 2021er Auto. Der Wagen ist auch brutal geil. Ja, der ist sexy. Nee, der wollte dann so ein bisschen was ändern am Auto. Ich habe gesagt, nimm ihn erstmal genauso wie er ist. Ja, genau so. Ja, ja. Nee, da gibt es nicht viel zu ändern. Also ich finde ihn perfekt. Tolle Farbe, matt. Matt-schwarzer Originallack, komplett in Steinschlagschutzfolie gepackt. Ja, musste machen bei mattem Lack, ja, generell. Sowieso. Schwarze Räder. Ja. Das ist doch eigentlich auch so ein Markus Rühl-Auto eigentlich, oder? Da wird mir gefallen, ja. Da wird mir gefallen. Muss ich mal daheim mit der Chefin reden, ne? Ja. Hättest du dir verdient. Hätte ich auch Bock drauf auf so ein Auto, oder? Aber wie gesagt. Das ist mein Lieblings-Daily. Ja, weiß ich, du bist ein Urus-Fan. Freue mich für jeden, der so ein tolles Auto fahren darf. Unser Lamborghini Urus Capsule Edition mit Werkskilometern für 350.000 Euro. Und dann habe ich noch ein Auto, Markus, und das steht hier. Das ist mein neuer Daily. Unfassbar. Ja? Omi, dass du mal ein Fiat fährst, hätte ich nie gedacht. Ja? Sensation. Ja, also da habe ich jetzt auch wirklich lange drauf gewartet, auf das Auto. Das ist ein Engel, das Fahrzeug. Und den im wahrsten Sinne. Ne? Ja, den habe ich praktisch ganz frisch angekauft und gesagt, mein Tiffany-farbener Urus ist vermutlich verkauft. Das sind die Räder, die auf den Wagen sollen. Das dürfen die Zuschauer sehen. Jetzt könnt ihr mal raten, ne? Und jetzt könnt ihr raten, was es nächste Woche für ein Auto wird. Ich kann euch nur so viel sagen, der Wagen ist schwarz. Ja? Und das sind die Räder, die drauf sollen. Sollen wir die Räder schwarz lackieren oder sollen wir die so lassen? Man kann sich schon drin spiegeln. In meinen 24 Zoll Mansory-Rädern. Schwarz. Schwarz lackieren? Dann ist es sehr, sehr böse. Dann ist der böse, ja. Wird zum Gesamtfahrzeug passen. Ja? Glaube ich schon. Gut. Ich glaube, das wäre zu schön, ne? Zu clean. Zu elegant. Zu elegant, ja? Genau. Zu gangstermäßig. Ja, auch das Wort habe ich gesucht. Das andere ist schon, boah. Ja. Terror, Also ihr dürft raten, da steht mein neues Auto. Ich verrate euch folgende Eckdaten. Es hat 4 Türen. Ja, es ist familiengeeignet. Hat 4 Reifen. 4 Reifen. Und Lenkrad. Es passen 24 Zoll Räder drauf auf den Wagen und wir haben über 600 PS. Und er ist groß. Ganz groß. Ganz groß. Und schwarz. Ja. Er ist groß und schwarz. Ja. Markus, das war unser 10. Wochenupdate. Es war mir eine riesen Freude, es gemeinsam mit dir moderieren zu dürfen. Du musst mich fit kriegen, Mann. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Wir werden ein schönes Video drehen, wenn der Omid wieder fit ist mit seinem Fuß und im Daniel ab natürlich, wenn er keine Pfeife ist, Daniel. Ne? Und dann drehen wir mal ein Video in meinem Genre im Fitnessstudio. Ansonsten danke, Omid, dass ich immer hier sein darf. Ich danke dir. Danke für den leckeren Kaffee und die Schokolade, die man hier bekommt. Die ist auch sehr lecker und ist mir immer wieder eine Freude. Danke dir, Markus. Bis nächste Woche. Ciao. Das kostet 380.000 Euro, auch mit Werkskilometern, in dem Fall mit Vollcarbon-Paket. Und ist ja so der Vorbote des Lamborghini Revuelto. Da sieht man schon, die Wagen verkauft für 370.000 Euro. Für nur 260.000 Euro, verkauft für 250.000 Euro, 280.000 Euro, Wagen an für 279.900 Euro, 500.000 Euro an, auch an für 420.000 Euro, bieten wir an für 239.900 Euro. Ein ganz seltenes Auto, 350.000 Euro, 410.000 Euro für 500.000 Euro. Für 200.000 Euro, ob es klappt, das Auto haben wir bereits im Dezember verkauft für 1,3 Millionen Euro, für 165.000 Euro, für 190.000 Euro, 230.000 Euro, für 135.000 Euro, für 220.000 Euro. Neuwagen 570.000 Euro. Verkauft für 490.000 Euro. Ja, verkauft für 185.000 Euro und bieten wir an für 130.000 Euro, 240.000 Euro, 300.000 Euro. Also 320.000 Euro für jeweils 70.000 Euro verkauft an unseren Aufkäufer. Ja, für 180.000 Euro, für 370.000 Euro. Wir haben hier einen Kaufpreis von 2 Millionen Euro. Also unsere ersten 2 Millionen Euro haben wir ausgegeben. 289.900 Euro. Für 165.000 Euro bieten wir an für 320.000 Euro. Für 136.900 Euro verkauft bekommen. Jetzt für 190.000 Euro. Für 250.000 Euro bieten wir an für 250.000 Euro. Und das Auto ist verkauft für 200.000 Euro und geht nach Mannheim. Und der Wagen geht nach Leipzig. Kilometern, matt schwarz, bieten wir an für 500.000 Euro. 100.000 Euro, ihr wollt ja immer wissen, für 350.000 Euro, für 280.000 Euro. Auto kostet 240.000 Euro. Auto haben wir verkauft für 185.000 Euro nach Spanien. Das Auto ist verkauft nach Spanien. Auto ist verkauft für 135.000 Euro, Bombe aus. Verkauft ist das Auto für 95.000 Euro und bieten wir an für 320.000 Euro. 100.000 Euro.
Jetzt voll ausgestattet, frisch eingetroffen, 250.000 Euro. Und bieten wir an für 530.000 Euro. Für 500.000 Euro und das Coupé für 240.000 Euro. Das Auto bleibt in Deutschland und geht nach Bayern. Für 187.000 Euro. Geht nach Dubai für 380.000 Euro. Für 280.000 Euro. 1.000 Kilometern haben wir verkauft für 130.000 Euro. An für 400.000 Euro. Verkauft für 350.000 Euro. Frisch eingetroffen, 230.000 Euro. Und das Auto haben wir verkauft für 140.000 Euro. Geht für 300.000 Euro nach Speyer. Getroffen, bieten wir an für 100.000 Euro. Auf für 3,8 Millionen Euro. Wir haben den Wagen verkauft für 500.000 Euro. Kunde für 340.000 Euro, also für 650.000 Euro. Und Heider Performance für 300.000 Euro. Für 320.000 Euro. Reingenommen für 120.000 Euro. Für 170.000 Euro. 63 AMG für 190.000 Euro. Für 420.000 Euro. Kauft für knapp 200.000 Euro. Der Neuzugang diese Woche, Ferrari Roma, 225.000 Euro. Für 145.000 Euro. B11 für 130.000 Euro. Verkauft für 3,8 Millionen Euro. Auf für 380.000 Euro. Der GT3 RS für 190.000 Euro und kostet 195.000 Euro. Für 240.000 Euro bieten wir den Wagen an für 140.000 Euro. Bieten wir an für 70.000 Euro. Ja, für 395.000 Euro. 2024er Neuwagen für 340.000 Euro. Verkauft haben wir den Wagen übrigens nach Frankreich für 130.000 Euro. 280.000 Euro. Verkauft für 530.000 Euro. Verkauft für 115.000 Euro. Deutschland für 230.000 Euro. Stand für 170.000 Euro. 181.000 Euro. Für 120.000 Euro. 130.000 Euro. Das